Herzlichen Glückwunsch. Aber ist ja schön für die ganzen deutschen Autohersteller, denn die müssen sich eigentlich überhaupt keinen Schädel mehr machen um diese ganzen Dieselabgasskandale oder sowas. Das interessiert da keine Sau. Mittwoch, 26. Juni. Alter Schwede, eine Scheiße nach der anderen. Nur am Hetzen. So, es ist jetzt schon 10 vor 10 und wir haben es bummelig 28 Grad. Alter Schwede, gestern Abend oder gestern späten Nachmittag irgendwo, hatte ich auch bei Instagram gepostet, hatten wir hier 36 Grad im Schatten. Also an der Kartoffelhalle hinten. Absoluter Wahnsinn. Heute soll es ja nochmal wieder so heiß werden und morgen dann einmal erstmal einen Tag, einen Tag ein bisschen entspannter. Das ist auch ganz gut so. So, ich war jetzt heute Morgen früh schon los, habe ein bisschen Ware geholt. Jetzt muss ich schnell nach Rotenburg zum Standesamt erstmal anmelden. Ne? Das wird ja auch Zeit, das hilft ja alles nichts. Hier Stammbuch, Geburtsurkunde, Quatsch, da alles dabei, was ich dabei haben muss. Hoffe ich zumindest, dass ich alles dabei habe. Und dann will ich mal hoffen, dass ich da schnell durchkomme, denn ich habe noch einiges anderes zu erledigen heute. Eieieiei. So, und ich hatte ja immer von einer Lieferung erzählt, auf die ich warte. Und das Dingens ist gestern mit dem LKW angeliefert worden. Da fehlt jetzt noch, das muss noch fertig gebaut werden. Das ist noch nicht so weit. Ich zeige euch den, aber sobald ich da mit der Kamera wieder beistehe, zeige ich euch, worum es geht. Freitag oder Samstag kommt der Techniker und richtet das Ganze ein. Hoffentlich auch Freitag kommt dann noch ein Gerät, was ich dann noch selber einbauen möchte. Das muss dann auch am übers Wochenende rein. Und dann kommt das Ding Montag dahin, wo es hin soll. Ich rede in Rätseln, ich merke das schon. Aber ihr werdet bald sehen, das wird alles Sinn ergeben. Eben gerade als ich von Ware holen wieder kam, standen Hirsch, John Deere bei uns vorm Laden. Ich glaube, Kennzeichen war, wenn ich das richtig gesehen habe, sollte auch vor allem Bostel. Ganz liebe Grüße. Ich wäre gerne eben schnell hergekommen, aber es passt, das ging gerade nicht. Es passt überhaupt nicht. Ich bin echt ein bisschen am Hetzen gerade. Tut mir leid. Jo. Hätte ich sonst gerne geschnackt. Und wie gesagt, jetzt auf dem Weg zum Standesamt nach Rotenburg. Nicht ganz so spannend, aber muss ja erledigt werden. Wir haben so viele Kommentare ja gehabt im letzten Video, aber ich kriege das jetzt gar nicht mehr zusammen. Ich denke, da gehe ich dann bei Zeiten auch noch mal drauf ein. Das meiste habe ich, glaube ich, auch soweit beantwortet, glaube ich. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Das hat uns sehr gefreut. Jasper geht's gut, Ina geht's gut. Und wir sind halt dabei, uns einzugrooven. Ne? Das ist natürlich mit dem ganzen Ablauf, das muss ich erstmal einspielen, das ist ganz klar. Ne? Die anderen beiden sind ja auch da. Und das muss dann halt alles neue Abläufe, alles neue Zeiten. Morgens mit dem Kindergarten bringen, abends ins Bett gehen. Das ist alles, muss alles neu sich einspielen. Ne? Aber das ist ja normal und ist auch schön und macht ja auch Spaß. So, jetzt stehe ich an der roten Ampel. Klimaanlage geht zum Glück noch. Im Gegensatz zu diesem bescheuerten Abblendlicht, da muss ich unbedingt noch zur Werkstatt. Da waren ja auch ganz viele Fragen, ja, was ist denn damit? Ich weiß es noch nicht. Ich muss damit zur Werkstatt. Im Moment ist es ja mehr hell als dunkel und im Dunkeln fahre ich im Moment nicht, also ist nicht so schlimm. Das Tagfahrlicht funktioniert, also ich werde gesehen. Ich schalte trotzdem immer das richtige Licht ein, damit hinten auch die Lampen leuchten, weil Tagfahrlicht ohne Beleuchtung hinten finde ich völlig sinnlos. Das ist Quatsch. So, jetzt will ich aber nicht weiter so viel sabbeln. Im Auto war im letzten Video schon genug zu sehen, also bis später. Lieber in die Richtung. So, ich habe mir hier meinen Kopf da geschnappt, bin schnell los, wollte das Rundbeinpressen filmen. Leider zu spät. Ich zeige euch das einmal richtig. Da liegen jetzt unsere Rundbeine, die sind schon fertig. Aber, warum ist das so düster? Aber die Presse ist beim Nachbarn da noch unterwegs und da bin ich noch mal eben grob rangeflogen, also nicht ganz rüber, weil
dass mir jetzt doch zu windig war. Bin jetzt auch nicht so sonderlich hochgeflogen. Das habt ihr aber ja schon gesehen, oder? Wie schneide ich das? Ja. Oder schneide ich das jetzt rein? Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist ein bisschen klein Moment, ist das zu sehen von etwas weiter weg. Und unsere Rundballen habe ich auch einmal kurz überflogen. Ja, und dann haben wir das. Ging jetzt nicht anders. Auch das machen wir dann, wenn es im Stroh losgeht, nochmal richtig. Wir machen auch nochmal Heu. Hier ist auch nicht alles gemäht, weil wir noch nicht alles mähen durften. Und das war ja nicht das letzte Mal. Also wenigstens haben wir mal wieder ein bisschen Luftaufnahme für den Vlog. So, ich zeige euch das jetzt nochmal. Ich sitze jetzt nicht im Auto, weil ich zu faul bin rumzulaufen, sondern weil der Wind so stark ist, dass das Mikrofon wahrscheinlich nur rauschen würde. Also da liegen unsere Heuballen dahinter. Ne? Das, den Schlag hier vorne, das hatten wir ja zum zweiten Schnitt mit gehäckselt. Hier auf der anderen Seite, quasi genau gegenüber, da hatten wir das Kälberheu mit unserer HD-Presse gemacht. Und dahinter jetzt, da liegen jetzt die Rundballen. Ich starte mal den Autowagen, fahre mal die Straße ein bisschen weiter hoch. Und da, so kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Da hinten liegen unsere Ballen. Ich habe sie jetzt noch nicht gezählt. Das werden irgendwo, weiß es nicht genau, 40 Ballen, schätze ich mal, sind das insgesamt. Hier da ist, sind ein paar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Auf dem kleinen Ende da, da liegen noch welche und dahinter dann auch nochmal. Jo, so sieht's aus. Wettermäßig ist überhaupt keine Eile. Leider kein Regen in Sicht. Also die werden wir dann morgen früh, denke ich, mit wegholen. So sieht's aus. So, und jetzt kann man auf der anderen Seite auch sehen, was ich neulich sagte. Hier ist der Schlag, wo mal Sand abgebaut wurde. Und man kann es schon sehen, dass der Mais hier, da rollt er sich. Der Mais hat jetzt Durst. Der hat einen richtigen Satz gemacht durchs warme Wetter, aber jetzt fehlt das Wasser. Moinsen, Montag, 1. Juli. Oh, Stress. Die ganze Woche hat mich ziemlich platt gemacht, muss ich sagen. Auch die ganzen Nachrichten und so. Aber da komme ich nochmal zu. Jetzt kommt Ronja wieder, die muss erstmal ins Haus. Ronja, wo warst du? Wo bist du gewesen? Was? Da bin ich wieder. Nimmt er jetzt auf? Ich glaube ja. Also, die Lieferung, von der ich vorher irgendwann schon mal immer im letzten Vlog auch erzählt hatte, das ist da mit gewaltiger Verspätung, aber ist da. Und es ist leider aber noch nicht so, wie es sein soll, aber dazu komme ich noch. Und ich zeige es euch jetzt. Hilft ja nichts. Tada! Ein Eisautomat. Das ist ein Eisautomat. Und der kommt nach Rothenburg in den Obi-Baumarkt. Der sollte, wie gesagt, schon lange, lange da laufen. Es tut mir Obi gegenüber auch wirklich leid, dass das noch nicht geklappt hat. Aber ich hatte da leider keinen großen Einfluss mehr. Also ich weiß nicht, wo das jetzt tatsächlich dran gelegen hat, aber naja, jetzt ist er da. Jetzt muss ich noch beigehen und die Telemetrie einbauen, damit ich sehen kann, wie viel Eis ich mit hinnehmen muss und welche Sorten und so, wenn ich nachfülle. Die ist hier drin, das packe ich gleich mal aus, gucke mir im Automaten an, wo ich das hinbauen kann. Hier ist der Schlüssel, irgendwo, da hatte ich ihn eben, oh Mann ey, komm raus da, da hatte ich ihn zwischengelagert. Hier sind noch leere Eisbecher vom Testen, das ist auch noch so eine Sache. Da passt jetzt gerade mal nicht mal die Hälfte von dem rein, was abgesprochen war, da muss auch noch nachgearbeitet werden. Aber er muss jetzt erstmal laufen. So, und irgendwo hier muss ich jetzt einen Platz finden für die Telemetrie. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob das eventuell da passt. Muss ich dann mal vorsichtig gucken, ob das von der Tiefe von der Telemetrie passt, dass ich das auch noch zuschieben kann. Oder alternativ wäre natürlich noch schöner hier. Und die Antenne muss ich noch irgendwo das Kabel durchziehen. Das weiß ich auch noch nicht, wo ich das hinbaue. Ich packe das jetzt erstmal aus und ja, dann sehen wir weiter. Das gute Stück hier, das soll, wenn dann alles läuft, heute Nachmittag hingebracht werden. Da kommt ein Kumpel, hilft mir eben, den aufzustellen. Und dann kann er da runterkühlen und dann hoffe ich, dass die Telemetrie läuft und ich dann mit Eis hinfahren kann und das auffüllen kann heute noch. Schauen wir mal.
Bis später. So, hier ist jetzt das gute Stück. Ja, haben wir das Anschlusskabel, das muss an das Kassensystem und die Antenne. Und dann ist da so Klett bei, dass ich daran kleben kann, und dann, um das zu befestigen. Und jetzt muss das halt irgendwo hier hinpassen. Ich weiß nicht, bin mir unschlüssig. Theoretisch könnte das gehen, wenn er da gegen diese, da sieht man jetzt nicht, gegen die Kabel nicht gegenstößt. Aber hier ist er, glaube ich, das könnte auch gehen. Die Pinökel stören natürlich ein bisschen, aber das wäre vielleicht auch nicht ganz blöd. Die Tür müsste, ja, die Tür geht ja so zu, ne? Ich grübel nochmal. Bis später. So, ich habe es jetzt ganz anders. Ich habe die jetzt hier hingebaut, weil ich sonst mit dem Anschlusskabel komme ich nicht auf die andere Seite rüber. Das hätte auch mit einem kleinen Loch hätte nicht gereicht. Da hätte ich schon ein großes Loch reinschneiden müssen. Das wäre auch blöd. Also ich hoffe, dass das so klappt. Und jetzt muss ich mir noch was überlegen für die Antenne. So, Telemetrie habe ich eingebaut. Wie gesagt, hier die Antenne lasse ich jetzt erstmal eben so liegen, weil ich muss gucken, ob das bei Obi innen drin dann auch so Empfang hat. Sonst, wie gesagt, muss ich das nochmal umbauen. Jetzt kann der Support von Vendon, der übrigens nichts mit dem Automatenverkäufer zu tun hat, wohlgemerkt. Der Uli Engel, der kann sich jetzt einmal einwählen auf die Telemetrie und kann die Konfiguration durchgucken, was ich eingestellt habe, ob das alles korrekt ist, weil ich den Münzwechsler, der hier verbaut ist, nicht kenne und ich nicht weiß, wie ich da die Konfiguration machen muss. Aber ansonsten hat die Telemetrie auf jeden Fall schon Verbindung. Ich kann die in der App sehen. Ich kann das ja gleich mal eben hier raussuchen aus der App, damit ihr auch mal gesehen habt, wie sowas aussieht. Hoffentlich kann man das erkennen. Wahrscheinlich nicht so richtig, ne? Also das ist jetzt der Obi Rotenburg Eis, so habe ich es genannt. GSM leuchtet gerade rot, das weiß ich jetzt nicht warum. Da muss ich gleich nochmal aufmachen und reingucken. Ja, da sind dann die Einstellungen für Münzwechsler und Banknotenprüfer, die Eissorten. Habe ich eingestellt und den Rest, wie gesagt, mache ich dann in Zusammenarbeit mit dem Herrn Engel. Wir werden das jetzt erstmal so machen, dass wir vier Schubladen, jeweils eine Sorte, oben Vanille, Schokolade, Stracciatella und die letzte Schublade, da werden wir durchtauschen und dann werden wir mal gucken. Da könnt ihr uns dann auch gerne schreiben, was für Sorten ihr da haben wollt. Wir wechseln das gerne mal durch, also das ist überhaupt kein Problem. Ich lasse jetzt den Automaten laufen, damit er am Netz ist und der Support auf die Telemetrie drauf zugreifen kann und nochmal gucken kann, ob ich alles richtig gemacht habe. Und dann soll der heute Nachmittag hingebracht werden. Schauen wir mal. Ich will gleich mal eben bei Obi anrufen, schon mal Bescheid sagen, dass er Bescheid weiß, dass ich da irgendwann gegen zwischen 13 und 14 Uhr ist, habe ich das angedacht. Mal gucken, ob das alles so klappt. Später. So, jetzt haben wir es 15 Uhr durch, 15.04 Uhr, so ein Quatsch irgendwo. Der Automat steht jetzt schon bei Obi. Da konnte ich leider nicht bei filmen, weil ich hatte alle Hände voll zu tun. Ging nicht. War aber auch nichts Besonderes. Ne? Mit dem Hubwagen auf eine Palette dahin gezogen, aufgerichtet, hingestellt, Stecker eingesteckt. Das war's. Beziehungsweise noch erst gequatscht und so. Und dann, naja, das sollte ja auch ein bisschen ruhen. Das hat alles gepasst, ist ja auch schon drei. So, und jetzt bin ich auf dem Weg. Ich habe das Eis zusammengepackt jetzt. Wechselgeld habe ich dabei, das muss gleich noch eingefüllt werden. Und dann denke ich, hoffe ich, dass alles so läuft. Ich bin gespannt. Wenn alles aufgefüllt ist, weil dann muss ich mich dann gleich noch mal ein bisschen beeilen. Wir wollen ja nicht, dass das Eis antaut. Also in der Kühlbox passiert gar nichts, aber wenn ich einpacke, mal ein bisschen beeilen, da kann ich dann auch nicht bei filmen. Aber wenn es fertig ist, knipse ich die Kamera auf jeden Fall noch mal eben an. Und eigentlich soll dann gleich noch mal eben eine Instagram-Story entstehen. Mal gucken, ob ich da gleich auch tatsächlich dran denke. In der Hitze des Gefechtes. Aber ich denke schon. Ja, und des Weiteren ist heute gerade vorhin unser Online-Shop live gegangen. Also der läuft jetzt. Die Produkte sind fast alle da. Da kommen in Zukunft noch ein paar dazu. Ja, ich hau auch hier schon mal einen Link rein. Wenn ich es schaffe, kommt in diesem Video auch noch ein Überblick. Und ansonsten im nächsten, was wir so da haben, wie das alles funktioniert und sowas. Aber ihr könnt da ruhig schon mal ein bisschen drin rumforsten. Also ja, klickt gerne einmal da oben da die Infokarte und dann könnt ihr euch da schon mal umgucken, falls ich das nicht schaffe. Ich weiß ja auch noch nicht, wann ich dieses Video schneide, weil da sind ja jetzt die alten Sachen noch
vom Heupressen, aber vom Heu wegfahren habe ich ja nun gar nichts filmen können. Das passte irgendwie alles nicht. Also im Moment ist wirklich drunter und drüber. Ja, ich muss mal gucken. Das geht aber denn jetzt eigentlich auch bald wieder mit den normalen Vlogs weiter. Also so ist das auf jeden Fall geplant. Ich bin halt im Moment tatsächlich viel noch mit dem Auto unterwegs. Habe hier jetzt gerade mit Obi, mit dem Eisautomaten, noch so viel zu erledigen. Ja, deshalb auch ein bisschen weniger gefilmt seit dem letzten Aufnahmedrücken. Mit dem Heu ist ja, sind ja ein paar Tage vergangen, aber es ging wieder los. So, jetzt aber erstmal zu Obi, damit das in Gang ist. Und dann geht's weiter. Bis später. So, Automat steht, Automat läuft. Ich laufe mit euch da mal kurz hin. Ich darf ja jetzt hier keine Leute filmen. Ich mache aus und mache gleich wieder an.
So, also ich glaube, das sind richtig gute Aufnahmen geworden. Ich hatte das so, also es sah, was ich so sehen konnte auf dem Display von der Fernsteuerung, sah das echt gut aus. Es ist aber auch gerade schön, ne? Also so ein paar Wolken am Himmel, Abendsonne. Ich hoffe, dass das alles was geworden ist. Ihr werdet es jetzt schon wissen. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auf dem Weg, die Wagen nach Hause holen. Ich bin mal gespannt. Morgen fahren wir es dann zu Heidesand nach Schesel. Ich bin gespannt, wie der Ertrag jetzt tatsächlich ist. So, Drescher ist weg. Da sind die Wagens. Die hänge ich jetzt an und dann geht's weiter. Später. Feierabend. Fast. Nochmal eben in den Laden. Gute Nacht. Moinsen. Moinsen. Ja, wir haben Dienstag, 2. Juli. Ich gehe mal ein bisschen zurück aus dem Wind raus. Sonst nicht, dass das Mikrofon rauscht. Das wär jetzt blöde. Ich wollte jetzt pustet das hier so durch. Ich hoffe, das geht. Oder ich gehe um die Ecke. Ich wollte diesen Vlog jetzt quasi abschließen. Das passiert heute zwar noch was, und zwar hatte ich die Presse bestellt. Die kommen heute Nachmittag, aber das ist zumindest jetzt gerade der Plan, soll in den nächsten Vlog mit rein, sonst wird es zu lang. Und auch auf die Gefahr hin,
dass dieser Vlog sowieso schon viel zu lang wird, wollte ich aber eben noch kurz ein bisschen erzählen. Und zwar waren die letzten Wochen, Tage, waren ja sehr turbulent und ich spiele jetzt nicht auf uns persönlich an, weil die waren sowieso turbulent mit der Geburt von Jasper und also vielen, vielen Dank auch für die ganzen Glückwünsche, das hat uns sehr, sehr gefreut, sondern allgemein die politische Situation, alles was so los ist. Ich nenne mal als Beispiel Bauer Willi, das Möhrenfeld, das ging ja durch die Medien und ja, Willi hat da sehr viel, wie soll ich das jetzt sagen, sehr viel Gegenwind. Das Gegenwind ist eigentlich nicht richtig, weil Unverständnis, ja, sehr viel Unverständnis geerntet zum hinten hinaus, wo viele Aktivisten dann gesagt haben und auch ein Politiker der Grünen aus Berlin hatte das ja auch getwittert, der hat das ja versucht zu relativieren mittlerweile, aber naja, gesagt ist gesagt, man muss auch vorher ein bisschen nachdenken, was man sagt, dass Willis Möhren, wobei das ja gar nicht seine waren und das hat er auch nie behauptet, aber ist auch egal, ich muss nicht alles ausgraben, dass die Möhren nicht so wichtig sind wie die Anliegen der Aktivisten und so weiter. Man darf ja da dann durchaus mal durchtrampeln, wenn man so hehre Ziele verfolgt. Ne? Gut, Ansichtssache. Dann war die Geschichte mit dem Miniatur Wunderland, die Gebrüder Braun, die diese Bilder gepostet haben mit den Menschen, die gemolken werden und was da alles bei war. Habt ihr sicherlich auch gesehen und wenn nicht, könnt ihr es auch googeln. Verlinken brauche ich es nicht. All solche Dinge, was jetzt in Deutschland auf uns eingeprasselt ist, auf die Landwirtschaft und allgemein Düngeverordnung erneuert und die Diskussion um Glyphosat und so weiter und so weiter. Ich habe immer gesagt, ich will jetzt nicht auf alles näher eingehen, weil das haben auch schon viele darüber gesprochen, zum Beispiel Thomas Andresen, Hof Baslund bei Instagram sehr aktiv, bei Facebook Manimu und Bauer Willi und ach, überall findet ihr sehr, sehr, sehr gute Beiträge. Guckt euch da mal durch. Also das ist wirklich, gerade bei Thomas. Thomas hat in seiner Story auch immer mal wieder andere Beiträge von anderen Instagrammern, die landwirtschaftlich posten, verlinkt und geteilt. Also da lohnt es sich immer reinzugucken, um auf den Stand zu kommen. Das alles, was ich gerade sagen wollte, ich habe immer gesagt, die Landwirtschaft als solches kann natürlich durchaus sinnvolle Änderungswünsche auch umsetzen und viele oder sogar die meisten Landwirte und mich eingeschlossen sind auch bereit dazu. Das ist überhaupt keine Frage. Ne? Also vor 4 Jahren waren unsere Kühe nicht auf der Weide. Ne? Und ich finde es schön, das macht Spaß, aber ich bekomme da nichts für. Also ich bekomme da nichts für. Ne? 0,1 Cent macht das, meine ich. 0,1 oder 0,2 Cent macht das bei der Molkerei aus, die wir dafür mehr bekommen, dass die Kühe hier laufen können. Dafür habe ich weniger Milchleistung. Das ist dann der gerechte Ausgleich dazu. Aber da will ich gar nicht drüber meckern. Das ist ja meine freie Entscheidung gewesen, die Kühe auf die Weide zu lassen. Und das wird auch so bleiben. Zumindest so lange, wie wir Kühe haben. Weil wie lange wir noch Kühe haben, wer weiß das heutzutage schon. Das Video von Sibbers, von Stefan, habt ihr bestimmt gesehen. Wie er gesagt hat, dass er mit den Schweinen aufhört. Die Sauen fliegen raus, die Mastschweine fliegen raus, die Schafe müssen weg. Es rechnet sich alles nicht, es rentiert sich nicht und der Aufwand ist einfach unfassbar hoch und man verliert den Spaß. Und ich kann Stefan da, so traurig das ist, ich kann Stefan da sehr gut verstehen. Und ich finde es auch traurig. Ich finde es wirklich traurig, dass das so weit kommen muss. Und jetzt haben wir noch den Spaß mit dem Freihandelsabkommen Südamerika. Also da wird, ich weiß gar nicht, ob das auch in die Richtung, was das Miniatur Wunderland da gepostet hat oder was alle sagen, Deutschland, wir müssen noch mehr Öko, noch mehr, wir werden am besten ein reines Naturschutzgebiet, ganz Deutschland. Auch das können die Landwirte machen. Bitte, wenn ihr meint, das ist zwar nicht Sinn der Sache, aber wisst ihr, was passiert? Wir haben jetzt das Freihandelsabkommen, das ist der erste Schritt zum kompletten Stillstand der Landwirtschaft in Deutschland oder gar in Europa. Googelt mal, und wenn ich was finde, dann blende ich das hier jetzt auch nochmal mit zwischendurch ein. Googelt doch mal Feedlots zum Beispiel. Ja, Argentinien. Argentinisches Rindfleisch. Das Steak muss aus Argentinien kommen, im Steakhouse, das ist das Beste, was du kriegen kannst. Jo, ist klar. Guckt euch das mal an, was die da machen.
Guckt euch das an. Da wird Regenwald abgeholzt, damit die Soja anbauen können. Dann wird GVO-Soja angebaut. Warum wird das angebaut? Weil der Pflanzenschutz einfacher ist. Da können nämlich Bums mit Glyphosat rüberballern, dass es nur so kracht. Ja, das kracht nur so. Und die ganze Scheiße, die kommt hierher. Es kommt erstmal als Futtermittel hierher, aber das wird sich ja dann irgendwann erledigt haben, wenn wir kein Futtermittel mehr brauchen. Aber dann kommt das Fleisch hierher. Und wisst ihr, was mit dem Fleisch, wie das produziert wird? Guckt euch das mal an. Da wird den Landwirten alles ermöglicht, um nur Umsatz zu machen. Ja? Und auf welche Kosten? Ja, auf die Kosten der deutschen Landwirte. Und wofür? Damit wir unsere Autos dahin verkaufen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Aber ist ja schön für die ganzen deutschen Autohersteller, denn die müssen sich eigentlich überhaupt keinen Schädel mehr machen um diese ganzen Dieselabgasskandale oder sowas. Das interessiert da keine Sau. Niemanden interessiert das. Hinverkaufen, fertig, lass laufen da. Das ist auch gut. Aber schön. Ja. Ich will mich da jetzt nicht weiter reinsteigen. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt irgendwie jetzt dazu was sage. Ich wollte dazu eigentlich ein extra Video machen. Vielleicht kommt das auch noch, aber ich wollte also ganz unkommentiert kann ich es einfach nicht lassen. Ja. So, aber da fällt mir doch noch eins ein. Das muss jetzt noch sein, tut mir leid. Stefan, ja, der jetzt gesagt hat, ich höre mit den Tieren auf. Da springen jetzt bestimmt welche himmelhoch jausen, schmeißen die Hände in die Luft und schreien Hurra, Hurra, wir haben es geschafft und siehst du, wir haben doch recht gehabt und guck mal, der Bauer macht jetzt, was wir wollen. Ja, sehr, sehr langfristige Planung, liebe Leute. Und das denkt ihr genau richtig nicht. Zum einen haben wir die Problematik, was ich gerade sagte, der ganze Dreck wird importiert. Ja, das hatte ich bei Instagram auch schon mal geschrieben. Und bei Facebook, glaube ich, auch mal. Egal, also ihr habt ja nachher gar keine Wahl mehr. Entweder hungern oder Scheiße fressen. Fakt, das ist Fakt. Das wird dann so kommen, wenn ihr so weitermacht. Ja. Und das andere ist, jetzt können natürlich wieder schlaue Leute sagen, also guck mal, jetzt macht der Stefan noch ein bisschen Freilandhühner und macht Direktvermarktung und da kann er ja dann auch von leben und das ist doch schön so. Es wäre ja theoretisch auch schön, wenn man davon leben könnte. Und ich habe nur die Erfahrung zusammen mit Ina ja seit 2016 gemacht, was direkte Vermarktung bedeutet. Es macht uns Spaß. Wir haben da Lust dazu. Das ist überhaupt keine Frage. Und uns macht der Kontakt zu den Kunden auch Spaß. Wir sprechen gerne mit den Kunden. Wir zeigen gerne was. Und das ist wirklich schön. Aber Spaß heißt nicht immer gleich dickes Portemonnaie. Und das glauben ja viele, dass das so wäre. Wenn es so wäre, hätten wir doch einen Mitarbeiter, oder? Wenn es so wäre, dann würden wir nicht im Durchschnitt 4 bis 5 Stunden am Tag nur mit der Direktvermarktung uns beschäftigen. 4 bis 5 Stunden am Tag, durch 7 Tage die Woche. Ja, das ist jetzt nicht hier 5 Tage die Woche. Das bedeutet unterm Strich, eine Vollzeitarbeitskraft würde die Arbeit gar nicht schaffen. Das wären dann schon Überstunden. Und das machen wir nebenbei, neben dem ganzen Betrieb hier. Ja. Weil wir Bock drauf haben. Aber wie lange das noch funktioniert, weiß ich auch nicht, wie lange das noch geht. Und das soll jetzt kein Gejammer sein. Ich will damit einfach nur sagen, das ist nicht die Lösung. Und sowieso ist das nicht die Lösung für jeden, weil wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Wir haben durchaus Kunden, die bereit sind, mehr auszugeben. Es gibt aber auch viele Kunden, die sagen, oh, das ist mir dann doch zu teuer. Das kaufe ich dann doch lieber im Supermarkt, egal welches Produkt, ob es jetzt Grillfleisch, keine Ahnung was. Das ist bei vielen Dingen. Gestern habe ich ja den Eisautomaten bei Obi aufgestellt. Und viele finden es toll und das hat mich auch sehr gefreut, die Reaktionen bei Facebook und bei Instagram. Sehr viele Likes und liebe, nette Kommentare und so, das hat uns wirklich gefreut. Und sowas baut uns auch auf und ermutigt uns auch weiterzumachen. Aber dann kommen auch mal welche da vorbei und sagen, ja, ach so teuer ist das. Ja. Also erstens finde ich es gar nicht teuer. Wir verkaufen unsere Eisbecher für 2,50, das sind äquivalent, sind da zwei große Eiskugeln von der Menge. Und guck mal in der Eisdiele, was eine Eiskugel kostet. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, das ist aus unserer Weidemilch. Das ist im Grunde ja so produziert, wie man sich das wünscht. Und ich meine, das sind Ausnahmen, das sind wenige, aber trotzdem gibt es solche Aussagen dann auch immer wieder. Und das sind dann so Sachen, die einen dann wiederum ein bisschen... So, hinsetzen, durchatmen, machen wir noch alles richtig oder nicht? Ja, so sieht's aus. Und das war jetzt sehr wirr und durcheinander, aber das war auch jetzt spontan. Normalerweise, also wenn ich dazu noch ein Video mache, dann werde ich das erste Mal in meinem Leben mir Stichpunkte für ein Video aufschreiben, weil ich kriege das sonst nicht. Ich reg mich da, das wühlt mich innerlich echt auf.
Deshalb ist jetzt auch erstmal Schluss damit. So, und bevor ich jetzt Tschüss sage, will ich aber doch auch noch was Positives finden, also für mich Positives. Wir haben ja sehr, sehr lange gemeinsam mit Elektronikpartner, die das Ganze betreuen, an unserem Shop gearbeitet, unseren Online-Shop. Und jetzt ist er endlich online, seit gestern. Ich hatte bei, wer uns bei Instagram folgt, der hat das schon mitbekommen, bei Instagram in der Story gepostet, dass der Shop da ist. Und das sind wirklich tolle Sachen. Und wir haben uns, unter anderem hat das auch so lange gedauert, weil alle Produkte, egal was, kommen immer erst zu mir. Wir gucken uns das an, wir waschen das ein paar Mal, ich trage das, so wie diese Jacke zum Beispiel, gibt es auch in verschiedenen Farben, das ist dezent, hier irgendwo kann man das sehen, hier irgendwo ist da unser Logo drauf, das sind Arbeitssachen, da sind auch Hosen, da kommen noch kurze Hosen dazu. Da haben wir dieses Cap, da haben ja ganz viele gefragt, wann gibt es das zu kaufen, also das haben wir bei uns im Automaten jetzt, das läuft, funktioniert in dem Automaten nur nicht so gut, also wenn da was ist, ruft mich bitte an, oder wenn auch mal keins drin ist, könnt ihr mich auch gerne anrufen, dann komme ich her und gebe euch eins raus. Ansonsten könnt ihr es aber jetzt alles auch online bestellen. Oder solche T-Shirts in verschiedenen Farben hier mit unserem Logo. Unsere Gewürze, ja. Die Gewürze sind jetzt alle da, alle online, alles in einem Shop. Und da bin ich sehr froh. Also es ist im Grunde wie die alten Shops, die wir vorher hatten, nur viel besser, weil alles ein Guss ist. Wir haben direkten Kontakt, wir sprechen alles ab. Und wie gesagt, ich kann die Produkte vorher testen. Und wenn ich sage, das ist noch nicht vorgekommen, weil bislang war die Qualität wirklich super, immer bei allen Sachen. Aber wenn ich sage, das passt nicht, das können wir nicht verkaufen, dann wird es auch nicht verkauft. Wenn ein T-Shirt scheiße ist oder ein Druck auf einer Kappe später irgendwann mal nichts taucht oder so, dann wird die nicht verkauft. Also da könnt ihr euch jetzt wirklich drauf verlassen, dass das auch Qualität hat. Und die Sachen, wenn ihr da Wünsche habt und Ideen, ja Mensch, das wäre nochmal cool oder das wäre toll, dann könnt ihr das gerne auch in die Kommentare immer wieder reinschreiben oder schreibt mir eine Nachricht und dann kümmern wir uns darum. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, wie in anderen Shops, da kann man ein Layout hochladen und dann ist es bums online und da. Das geht nicht, weil dies hat auch mit Lagerhaltung zu tun. Das wird alles produziert und dann liegt es auf Lager und wird dann, wenn ihr bestellt, verpackt und verschickt. Wie halt auch unsere Gewürze, also die kann man ja nicht ausdrucken, sondern die sind da, die sind jetzt alle vorrätig und wenn es mal knapp wird, dann seht ihr das, dann ist aber spätestens eine Woche später das auch wieder verfügbar. Weil da haben auch viele nachgefragt. So, und für uns ist auch das nichts zum Taschenvollstopfen, leider. Ja, wobei, Taschenvollstopfen wollen wir ja gar nicht. Wir wollen einfach nur auskommen, wir wollen einfach nur mit der Arbeit, die wir machen, jeden Tag, 7 Tage die Woche, wollen wir einfach gerne, dass wir davon anständig leben können. Mehr wollen wir ja gar nicht. Ne? Und wir sind bereit, auch das hatte ich schon gesagt, wir sind ja bereit, so zu wirtschaften, wie es gewünscht ist. Aber bitte denkt da nachhaltig drüber nach und nicht kurzfristig. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Denkt immer daran, wie ihr in den Wald reinschreit, so schallt das auch zurück. Wenn wir später irgendwann mal keine Landwirtschaft in Deutschland mehr haben, dann weiß ich nicht, was ich esse. Doch, ich weiß, was ich esse. Ich baue mir es nämlich selber an. Weil das, was importiert wird, möchte ich nicht unbedingt essen. So, jetzt muss ich aber schnell wieder los. Ich muss noch nach Westerfese den Automaten nachfüllen. Hier ist soweit erstmal alles grün. Und dann muss ich auch einmal bei Obi rangucken, ob der Automat noch anständig läuft. Ist ja unser jüngstes Projekt quasi. Und da muss man auch so ein bisschen zwischendurch mal gucken. Und ansonsten hoffe ich, verhaspelt. Wird aber nicht ausgeschnitten. Hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne eine Reaktion da. Daumen hoch, Daumen runter, Kommentar mit rein. Abonnieren, Glocke drücken fürs nächste Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, dann höchstwahrscheinlich, wenn alles klappt, das Pressen mit drin. Es ist jetzt sehr windig. Ich muss mal gucken, ob das mit dem Kopter klappt, sonst halt vom Boden. Und wir sehen uns. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen langes Gesabbel war, aber das musste irgendwie raus. Also reinhauen, bis zum nächsten Mal. Würsing!